Wir befinden uns hier auf La Familia Nr. 3, die Fight Night. Neben mir Nico Jänicke, der gerade erfolgreich war. Erzähl mir, wie du den Kampf gesehen hast. Es war ein sehr harter Kampf, ein guter Kampf. Ich habe einen starken Gegner gehabt. Ich kannte ihn schon im Vorfeld von anderen Garagegalen, wo er gekämpft hatte. Ich wusste, es ist nicht einfach, weil er vom Kämpfertyp her ist so wie ich. Er will siegen, er geht nach vorne. Und wir haben einen kleinen Haarschnitt, von daher passt das. Hat Spaß gemacht. Du hast einen Punktabzug bekommen. Ja. Hat dich das kurz aus der Bahn geworfen? Nein, also man hat zwar das Regelwerk vorhin gehört, aber wenn man schon andere Kämpfe gemacht hat, wo diese Regelwerke nicht so krass waren, so eingeschränkt waren, vergisst man hin und wieder mal was. Das war nicht böse, ich habe mich entschuldigt. Die Minuspunkte habe ich in Kauf genommen, konnte es auch gut wegmachen. Ich habe mich mit Logis eingedeckt, da konnte dann halt nicht mehr stehen. Und das war halt Vorteil für mich, dass er sich halt darauf konzentriert hat, nicht nochmal eins aufs Bein zu bekommen. Ja, trotz des Punktabzugs hast du ordentlich aufgedreht, dass du am Ende nach Punkten gewonnen hast. Wie war das, vor heimischer Kulisse hier zu kämpfen? Was war das für ein Gefühl? Es ist ein sehr mulmiges Gefühl. Unter anderem kennen mich sehr viele. Ich bin Kampfsporttrainer der Kinder, der Frauen, der Männer. Ich arbeite in einigen Fitnessstudios und man kennt mich halt, wie gesagt. Und dann ist die Erwartung natürlich von den Freunden, von den Schülern natürlich größer, dass man sieht, Mensch, der Trainer, das, was er zeigt, schafft er auch im Ring und kommt auch noch mit dem Sieg nach Hause. Das war ganz gut. Ich bin vorhin noch in Thüringen gewesen, bin Landesmeister geworden. Also das war für mich nochmal so ein kleiner Einstieg für diese Gala heute. Ja, hervorragend. Wie geht's für dich weiter? Gibt's schon irgendwelche Pläne? Nein. Also für mich ist das jetzt just for fun, in die Profiliga, weil ich nicht mal einsteigen kann. Für mich ist es echt nur, weil es unsere Gala ist und wir sind die Veranstalter. Da dreht man, wenn man sich gut fühlt, noch einen Ring. Meine beruflichen Punkte sind etwas anders gesteckt jetzt. Trotzdem werde ich mit dem Kampfsport weitermachen. Wenn ich noch eine Gala irgendwo rausspringe, noch irgendwo einen Kampf, gerne, solange ich mich fit fühle, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank schon mal. Abschließende Worte von dir. Es ist ein geiler Abend, geile Leute. Sowas wünscht sich, glaube ich, jeder Veranstalter. So ein familiäres Publikum zu haben, wo jeder für jeden klatscht, wo man sich zum Ende des Abends in den Arm hat, noch was trinkt. Das ist das für mich, wo ich sage, da haben wir alle gewonnen. Ja, das ist eigentlich so der Abschluss. Dankeschön. Schön gesagt, kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. Weitere Videos findet ihr auf www.gnp-tv.de.